Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zur keine Ahnung wievielten Folge Forza Horizon 5. Ich war offscreen nicht untätig und habe ein paar Tafeln zerstört. Hier überall so am Rand der Map. Und die, wo ich halt nicht erreichen konnte mit irgendeinem Sprung, die haben wir einfach rausgelassen deswegen. Aber in der Zeit habe ich ganz viele Level gemacht und uns 6 Realspins. Haben wir überhaupt ein Geschenk bekommen? Anscheinend nicht. Okay, schade. Egal, wir gönnen uns ein Realspin. Komm. Das erste, was ich sehe, ist Enttäuschung. Ich hätte den Porsche sogar eher genommen. Mann. Ich hätte schon wieder den Porsche eher genommen. Zwar ein neues Auto, aber ich würde jetzt erstmal ein anderes Auto nehmen, und zwar das hier. Otto, also das ist 150.000 wert, ich glaube, verkauft es. Eigentlich war der Plan, dass ich das jetzt Otto schenke, just for fun, weil es so ein Barbie-Auto ist. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Aber das ist 150 wert. Und es fährt sich auch richtig, okay, ich verschenke es. Ich habe keinen Bock mehr. Also, Geschenk senden. Ja, ich möchte das hier schenken. Ich muss ein anderes Auto auswählen. Alter, ich will das Auto nicht, sonst verkaufe ich das. So, erstmal Bugatti kurzzeitig auswählen. Kann ich den jetzt verkaufen, weil ich ein anderes Auto ausgewählt habe? Geht das? Ne, verschenken kann ich natürlich. Mein Horizon Geschenk senden. Ich würde gerne das hier verschenken. Die Frage ist nun, wer es finden soll. Du wählst die Art von Fahrern aus und ich kümmere mich darum. Ich will es nicht unbedingt schenken. Ich verkaufe das. Ich wollte das Auto schenken, just for fun. Aber ich kann da keinen Namen auch eingeben. Das ist halt das Problem. Darum. Ich weiß nicht, wie man den verkauft. Wie kann man Autos verkaufen? In der Auktionshalle? Auto versteigern. Auktionsdauer, ja, da will ich schon einen Tag machen. Wait. Nein, ich will noch nicht Auktion starten. Ja, ich will aber diesen Chevrolet erstmal. Warte mal. Meine Auktion. Ich schick Ding. Okay. Ich habe jetzt Otto das geschickt mit Namen. Heute müssen wir trotzdem ein bisschen Geld noch verdienen, weil wir sind, glaube ich, langsam wieder im Minus. Weil wir einfach viel zu viel ausgeben. Wir haben uns letztens erst ein Lamborghini gekauft, der auch übelst geil aussieht. Den haben wir gerade am Anfang kurz. Aber ich würde jetzt tatsächlich zu diesem Rennen hier. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ich habe keine Ahnung. Moin. Dann kommst du mal her, du hast dein Ziel erreicht. Das weiß ich. Danke. So. Was fahren wir hier? Kriegen wir jetzt ein Auto vorgeschrieben oder machen wir jetzt wieder ein Rennen? In den letzten Folgen. Ein Sturm zieht auf. Och nee. Horizon Bravo Niner! Hier spricht Horizon Bravo Niner! Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Warum schon wieder was mit Flugzeug? Ramiro, und dieses Auto fährt sich extrem schlecht. Genau, okay, doch, das fährt ganz gut. Der Weg führt allerdings durch tiefsten Dschungel. Vertraust du mir? Kann man so sagen? Warum sollte ich dir nicht? Dann folge der Straße. Ich leite dich aus der Luft. Und bete, dass das Wetter hält. Oh nein. Aber eigentlich ist das Auto echt gut zum Driften. Kann es sein, dass der Himmel fantastisch aussieht? Komm in Theos Iwakan! Für dieses Festival sind wir wohl leider ein wenig zu spät. Der Name bedeutet Ort der Wege der Götter. Rami, sollten wir wirklich auf diesen Sturm zusteuern? Ein bisschen Regen ist kein Grund zur Sorge. Das wussten auch schon die Maya. Es heißt, Chuck schickt Blitze in die Wolken und Regen wird fallen. Und alles okay da oben? Keine Sorge, ich habe immer noch alles im Griff. Obwohl... Vielleicht das nicht alles. Oh, das ist nicht schön. Weißt du was? Lass uns nicht direkt in den Sturm reinfliegen.
Nicht jetzt. Bravo Niner, ich gehe im Dschungel runter. Ach, fahren wir jetzt in den Dschungel? Aua. Bester Boden. Ramiro. Alles okay? Ging mir nie besser. Jede unbeschadete Landung ist eine gute Landung. Neben mir ist eine Art überfluteter Tempel. Ich schicke ein Leitsignal hoch. Hier war schon länger niemand. Sogar die Ausgrabungen wurden aufgegeben. Warte, war mir nicht mal? Expedition in eine vergessene Stadt. Also. Wiederentdeckt von dir, Ramiro Luis Miron und dem Horizon Festival. Hey Rami, ich sehe mich mal um, ob ich irgendwo eine Signalstation aufstellen kann. Lass dich nicht bei deiner Lektion in mesoamerikanischer Geschichte stören. Komm mich einfach abholen, wenn du soweit bist. Was muss ich jetzt machen? Den Stand. Jetzt muss ich hier rumfahren. Ja gut, auf der Karte ist sie so ein bisschen weg von mir. Was das? Da ist die SP-Karte. Rami, ich hab wohl eine der Statuen gefunden. Ah, ich muss davon gehen. Ja, wie gesagt, kann ich aufpassen. Dann muss ich nicht gefährdet. Ah. Hm. Okay. Super. Ist aber ein cooles Bild, also ich bin. Perfekt. Hallo, ich würde gern. Nee, ich würde es nicht speichern, ich will einfach verlassen. Bitte. Wieso für Borger habe ich. Da ist das Flugzeug! Und unser Exit! Hallo? Ramis Flugzeug? Nein! Nein! Ich habe noch ganz andere Aufgaben. Da bist du ja. Gut. Weiter geht's in Richtung Küste. Hallo! Ich wollte doch die anderen Aufgaben noch machen. Heftig, aber die alten Völker der Region wussten den Regen zu schätzen. Ich wollte doch nur die Aufgaben machen. Hallo. Geht's dir gut? Alles gut. Ich habe nicht vor, von der nächsten archäologischen Expedition gefunden zu werden. Du etwa? Es ist definitiv schöner, wenn wir nicht drin sind. Fahren wir! Manche Wege könnten blockiert sein. Ich navigiere. Es gibt wohl nur einen Weg zur Küste. Er führt direkt durch den Sturm. Ja, merke ich. Lauf an dich. Du packst das schon. Zeit für einen wilden Ritt durch diesen Sturm. Wir ich mache jetzt einfach weiter. Keine Angst. Ausstelle. Dann müssen wir durch den Sumpf. Fahr nach rechts. Ich hoffe, du magst es, schnappig. Was sollten wir auch sonst tun, hä? Das Spiel, das ist also... Ich habe nichts verstanden, was ich jetzt machen soll. Ich folge einfach dieser Linie. Ich habe nichts verstanden. Ich soll eine Umleitung in den Sumpf nehmen. Wow. Ich wollte die anderen Sachen machen. Was? Jetzt? Ah, ich will sie sehen. Ich will sie unbedingt sehen. Och, jetzt sieht er die Flöte. Okay, das war ein bisschen knapp. Bitte fahr schneller. Gehst in Strömen. Gib weiter Gas. Oh Gott. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Tulum ist gleich um die Ecke. Geschafft. Willkommen im schönen Tulum. Danke für nichts, Wetter. Du hast recht, aber die Strände sehen jetzt schön aus. Die ganze Welt sieht schön aus, weil alles schön reflektiert. Boah. Habe ich Zeit dafür gebraucht? Ich glaube, also, das hier ist die perfekte Stelle. Da könntest du durchaus recht haben. Jetzt kommen gleich die Sachen, die ich nicht abgeschlossen habe. Alter, wie lange willst du noch steigen? Ja. Super. Oh, ich habe ein Auto bekommen. Was? Dreifacher Schlag? Unterwegs? Geschenk? Das sind Geschenkzeichen. Schau, da sind Geschenke. Geschenk. Ich will ein Geschenk haben. Hallo. Ich guck erstmal. Okay, 20 Minuten nehme ich mal auf. Hä, wann steht's da? Ramiro, ne? Hallo. Ramiro, ne? Ich verstehe nichts. Ach so, wir... Hä? Warum seid ihr Festival? Bienvenido bei Horizon Apex. Ach so. Straßenrennenprogramm.
Ich sollte nur gucken, wo perfekter Ort fürs Festival wäre. Hier sind die Veranstaltungen, die ich bisher organisiert habe. Darauf habe ich gewartet. Endlich sehe ich, was du wirklich kannst. Oh! Ganz viele neue Sachen. Super. Okay, danke. Kann ich jetzt Wheel Spins haben? Und vielleicht ein bisschen Geld? Ach, soll ich jetzt auswählen, was ich als nächstes mache? Scheint nicht gut. Ach, jetzt habe ich mein Lambo wieder. Danke. Hey, Santino! Oh. Das ist ein Festival-Außenposten vom Horizon Mexiko. Hey, Santino! Es ist soweit. Zeit für ein Abenteuer. Die Sache ist die. Es geht nicht nur um Erweiterung. Wir wollen auch bestehende Außenposten ausbauen. Mhm. Mit größeren Rennprogrammen, mehr Events, Expeditionen ins Unbekannte oder neuen Abenteuern vor unserer Tür. Es liegt ganz bei dir. Wonach steht dir der Sinn? Querfeld, PR-Stunts, Straßen. Also ich würde gern PR-Stunts, weil... Canyon wäre perfekt für unseren PR-Stunt-Außenposten. Horizon Rush klingt gut, oder? Straßenrennen. Willst du einen neuen Straßenszene-Außenposten errichten? Sagen wir mal, ich kenne da jemanden in Guanajuato. Hallo, ja, gerne. Super, Straßenrennen, ja. Wie es mag. Warum bringe ich dich mit Camino und dem extrem unbekannten Haus zusammen, der neues Haus? In Guanajuato organisiert? Bei nächster Gelegenheit, Wende. Oh, ich will erstmal meinen Wheelspin abholen. Will ich jetzt irgendwie die Geschenke bekommen? Nein. Komm, bitte. Ein AMG? Also, will ich jetzt auch nicht so wirken. Also, ein AMG? Ich bin AMG schon mal gerne, ne? Gerne. Ich will mal kurz gucken. Wo ist denn der? Boah, jetzt hab ich noch ein Mercedes bekommen. Boah, ich hab noch so eins. 2 Millionen. Ich will erst mal kurz gucken, ja. Von innen auch, ganz viel, ne? Aber wo ist mein... Ich will wieder mein Lambo. Na komm, ich fahr mal Spider. Hier noch schnell aufkrampf. Das Haus. Ah, ich glaube, mit dem Lambo wäre schlauer gewesen, wenn wir fahren. Ich hab mal Bock auf den Porsche wieder gehabt. Verdammt. Ich glaube, nee, ich fahr mit dem Lambo. Ganz ehrlich. 2000 years later. Hey, Santino. Ich weiß, dass du schwer beschäftigt bist. Alter, 300.000. Festivalanlagen laufen weit über ihrer Kapazität. Also, wenn du die nächste Erweiterung vorantreiben würdest, wäre es echt eine große Hilfe. Gerne. Stufe 13. Wheelspin. Oh, bitte. Oh, ein Dodge Viper. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob sie gut ist auch, ne? Moin! Du hast dein Ziel erreicht. Veranstaltung? Oh. Leute, das machen wir aber im nächsten Video. Ich bin's ewig. Leute, das machen wir im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da. Und abonniert den Kanal. Tschüss.